Ja, hallo Freunde der Nacht, ihr habt mir mal wieder ein Video geschickt zur Reaction und zwar brauchen wir noch Männlichkeit. Das ist jetzt wieder ganz schlimm, weiß ich jetzt schon, aber gut, tu uns das mal an. Also von Funk die Frage, verlinke ich auch gern hier drunter und ja. Das ist einer der stärksten Triebe, die uns innewohnen. Wow, 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 also hier weiß scheinbar jede und jeder, was ein echter Mann ist. Mich interessiert die Frage tatsächlich, wie will ich als Mann sein? Wollen wir als Gesellschaft zurück zu einem alten Bild von Männlichkeit oder sollten wir Genderrollen wie eben Männlichkeit mittlerweile komplett abschaffen? Ja, ist schon eine völlig falsche Frage, weil polares, männliches, feminines Verhalten wird eben auch sehr stark über Sexualhormone gesteuert. Ne? Natürlich gibt es auch einen kulturellen Overlay, klar, aber das habe ich ja alles in meinem Buch hier dargelegt, Feuer und Flamme über Polarität, warum das, wie alle Tiere auch, bestimmte Dating-Sexualstrategien haben und die auch einen biologischen Sinn machen und ja, Leute, dann schafft die Sexualhormone ab, ne? Also, das ist schon wieder, das riecht mich einfach so auf, ey. Das ist einfach nicht fucking nur ein Gender-Konzept, ey. Das ist, oh Mann, ey. Also Funk ist wirklich schlimm, aber wirklich. Man könnte ja denken, dass die Diskussion darum, wie ein Mann sein soll, was für Eigenschaften er haben soll, 2024 echt over ist. Aber von wegen. Auf Social Media, da geht's richtig wild zu und da wird vor allem das gesagt, was Klicks bringt. Viele junge Männer sind scheinbar auf der Suche nach einem Vorbild, wie sie als Mann sein können. Diese Suche, die fühle ich tatsächlich. Aber wonach wir genau suchen, das weiß ich nicht. Three habits that make men more masculine. Wisst ihr, was einen echten Mann von einem 0815-Typen unterscheidet? Später treffe ich noch Leute, denen ihr vielleicht sogar schon folgt. Helge Mark, der Drache des Westens, Kayla Scheichs und Ole Liebel. Influencen gewollt oder ungewollt mit ihrem Content zum Thema Männlichkeit und darüber haben wir mit ihnen mal ausführlich gesprochen. Ich versuche hier in dieser Reihe ein paar Antworten für mich zu finden und hoffe, ihr könnt euch auch ein Bild machen. Ein richtiger Mann und nicht diese F-Boys Neuzeitgeneration, die ihren Body count pushen. Ich rede von echten Männern mit echtem Herz. Da kommt wieder dieses echte Männer. Was ist das? Naja, also wie ich ja in meinen vielfachen Videos über Polarität gesagt habe, ist eben der Bad Guy ist auch, ob mir das jetzt gefällt oder nicht, ist auch ein männlicher Polaritätsarchetyp. Und also wenn wir wirklich Männlichkeit ausrotten wollen, dürfen Frauen das nicht mehr selektieren. Ich meine, so funktioniert die Biologie global. Ne? Und bisher, also ich kenne jetzt gerade nur Daten von Narzissten, die pflanzen sich, glaube ich, zu 30% mehr fort. Also wenn wir es nicht mal wollen, dürfen wir es nicht mal selektieren. Fertig, so einfach ist das. Aber offensichtlich wird es noch selektiert. Und das wird sich, glaube ich, auch nicht ändern. Monte, was ist das? Sag es mir. Ein Mann zu werden erfordert eine sehr, sehr wichtige Sache. Einer unserer Väter, vielleicht vor 1000 Jahren, stand auf dem Schlachtfeld, Bruder. Ja, und da geht's jetzt los. Richtige Männer führen dich aus, laden dich ins Restaurant ein, Kinos. Haben mit dir tiefgründige Gespräche. Echte Männer haben gar keine Angst vor Verantwortung. Und du bist immer Priorität, immer Nummer 1, Mädels. Deswegen, choose wisely, ne, Mädels? Weiß ich nicht, ob man das so fühlen muss. Ich finde das einfach kein netter Umgang, zu sagen, du setzt so krass Dinge voraus, du stellst so harte irgendwie Regeln auf, was muss er erfüllen, was muss er nicht erfüllen. Was ist denn deine Definition von einem Mann? Meiner Meinung nach der wichtigste Stützpfeiler von Männlichkeit ist Verantwortungsbewusstsein. Also immerhin wirkt ja schon mal polar, ja. aber ich würde sagen, das Wichtigste ist, also es geht immer um bestimmte Energien so, ne? Und ich denke, da muss immer wieder gucken, was liegt noch da drunter, was liegt noch da drunter. Und ich würde ja mal sagen, das Wichtigste ist, ja, Mission haben, Konfliktfähigkeit und Selbstbewusstsein, ne? Authentizität, also ja, man nimmt Verantwortung. Also viele Männer sind polar, die offensichtlich überhaupt keine Verantwortung übernehmen. Das muss man wirklich immer gucken und das lässt sich ja auch ablesen am Datingmarkt. Also was wird selektiert, ne? Und klar, es gibt nette männliche polare Archetypen und es gibt die Bad Guy Archetypen, ne? Bei Frauen ist das genauso. Und ja, aber da muss ich immer fragen,
ist das wirklich so? Also natürlich ist das Verantwortung übernehmen irgendwo, würde ich auch sagen. Wenn, also polar irgendwie für Frauen natürlich irgendwo auch. Aber muss ich immer fragen, werden Männer gedatet, die sich wirklich leichtsinnig verhalten? Ja, auf jeden Fall. Also muss ich immer überlegen, macht das irgendwie Sinn so, ne? Wird das selektiert? Selbst wenn andere Menschen Fehler begehen, so musst du auch die Verantwortung übernehmen, dass diese Fehler sich auf dein Leben reflektieren. Das Zweitwichtigste, das Akzeptieren von Leiden. Also die Konfrontation mit Hindernissen und Erschwernissen. Das kann aber sein eine kalte Dusche, das kann sein Training, das kann sein das Grenzen überschreiten. Wenn du Angst vor Spinnen hast, dann geh in deinem Zimmer in eine Ecke und... Ja, also ich würde ich auch sagen, also Überschreiten von Grenzen und Grenzen ausdehnen ist sicherlich, ja, würde ich schon sagen, Aspekt von männlicher Polarität. Warum? Weil sich das biologisch als wertvoll erwiesen hat. Das sind eigentlich immer die gleichen Sachen, ne? Kann man gegen die Kopf gegen die Wand hauen stundenlang. Es ist immer das Gleiche, dass sich das natürlich kulturell überlagert ist, aber gebildet hat aus Sexualstrategien, die jedes fucking Tier hat, ne? Oh, ich weiß gar nicht, ob das immer alles so schlimm ist. Ich weiß wirklich. Die Spinne in die Hand. Naja, Stereotyp würde ich sagen, Männer sind hart, stark und unabhängig. Was ich mir wünschen würde, dass Männer öfter ein bisschen zärtlicher, weicher und abhängiger sind. Naja, ich meine, in der, vermute ich jetzt mal, hoffe ich sage da jetzt nichts Falsches, schwulen Szene, da lebt eine Polarität ja noch viel krasser. Aber feminine und weibliche, also auch männliche Polarität wird da, also die haben doch gar kein Problem, das zu adressieren und sich da irgendwie einzuordnen und oder sage ich auch immer, du musst als, sage ich jetzt mal so flapsig biologischer Mann, musst du, kann sein, dass du in einer femininen Polarität bist, dass dir das Spaß macht, ne? Da musst du halt ein entsprechendes, ist überhaupt nicht schlimm. Also meine Theorie dazu ist komplett genderneutral. Musst halt nur, was ich mal sage, das passende Gegenstück finden. Du kannst nicht erwarten, dass zwei Männer, die in einer femininen Polarität sind, dass das funktioniert. Ne? Da entsteht keine sexuelle Spannung. Ne? Von daher, er kommt ja jetzt hier relativ, finde ich, aber finde ich total in Ordnung, ein bisschen feminin rüber. Ja, wenn das seine Hauptpolarität ist, wunderbar, dann musst du eben das Gegenstück dazu finden. Mehr ist es nicht. Ne? Aber jetzt einfach zu sagen, ja, er kann das natürlich für sich sagen, ich hätte gern zärtlichere Männer, aber vielleicht ist er auch, ne? Ich, wie gesagt, ich kenne ihn jetzt nicht, will ihn da jetzt irgendwo verorten. Aber er muss halt immer dein Gegenstück finden, so, ne? Und es kann auch durchaus sein, dass in der schwulen Szene, dass man da leichter wechselt oder in der lesbischen Szene oder als Heteros, das kann schon sein. Aber viele haben halt, haben die Schwule aber auch gesagt, so eine Hauptpolarität, ne? Und von daher, ich kann auch immer wieder sagen, also wenn ihr meint, als Männer, also ich habe den Fehler gemacht, indem man sich so super verletzlich und weich und weiß ich nicht, womöglich noch ein bisschen needy gibt, ja, kannst du dein Dating zu Grabe tragen. Also, es passiert nichts, nichts. Ja, da hilft dir noch nicht mal gutes Aussehen. Also könnt ihr gern machen, wenn das Meinungsseite ist, macht, was ihr wollt, alle. Ne? Es macht keinen Unterschied und das alles, ja, macht es. Probiert es. Und macht eine kleine Studie draus, macht mal ein halbes Jahr, sagt mal, mir ist so alles scheißegal und dann schreibe ich der Frau eben 500 Mal und macht mal das, was zum Beispiel in meinem Datingkurs ist, der übrigens, da werde ich wahrscheinlich noch vor dieses Video schneiden, ist ja gerade, gibt gerade einen Code für meine Newsletter-Abonnenten, schaut mal auf liebeschiff.de vorbei, 23% Rissen günstiger, ja, probiert das mal aus und dann überlegt für dich einfach nur, was hat besser funktioniert? Also ich habe für mich auch einfach den Test gemacht und ich habe für mich eine ganz klare Antwort gekriegt. Ne? Also, genau das Gegenteil. Ja, genau das Gegenteil. Aber nur, damit man mal so ein bisschen Balance reinkriegt. Weil ich finde, im Endeffekt geht es ja nicht darum, männlich zu sein, sondern menschlich zu sein. Authentizität. Ja, Kyla Scheix ist... ich meine... Ist also erstmal spannend, finde ich, bei Funk, wie stark die auch auf Influencer setzen. Ne? Das ist ja wirklich, sind einfach die Stars der Neuzeit, aber ja, okay. Kyla Scheix, sieht man sofort, spielt mit femininen Attributen, mit femininer Polarität. Ne? Ob sie jetzt so ist, weiß ich nicht, aber spielt damit, total in Ordnung.
Und hat ja bei, ja, wie heißt sie denn noch? Oh, ey, leck mich am Arsch. Ja, und hat ja auch bei Till Lindemann in der Front Row gesessen. Ich meine, sind jetzt doofe Sachen passiert und hat sie auch Videos drüber gemacht. Aber ich sag mal, eine gewisse Faszination wird es da auch geben, vermute ich mal. Das heißt, sie sollte doch jetzt sagen, dass sie männliche Polarität gut findet eigentlich. Aber mal gucken, ob sie es macht. Ne? Guten Humor, ein bisschen Cleverness, auch optimalerweise. Und ein gutes Herz suchen. Ich glaube schon, dass ich so eine Erwartung habe, dass er ein Gentleman ist. Für mich gehört das, also was heißt für mich gehört das schon dazu? Ich bin auch selber bereit, das zu hinterfragen. Was wir aber heutzutage machen, ist oftmals ja, das kann ich alles nachvollziehen, uns ja. zu verlieren in Abhängigkeiten, im Vergnügen, Netflix and Chill, Porno schauen und runterholen. Wir streben nicht nach Exzellenz. Gebe ich mir vollkommen recht. Also nochmal, die Natur hat es bisher so gemacht, ich weiß nicht, wie das in Zukunft ist, dass eben die Frauen einer aktuellen Generation haben die Männer selektiert und damit die nächste Generation bestimmt. Ne? Wenn du jetzt nur, ach, ist jetzt auch gar keine Wertung, ne? Jeder Mensch ist gleich viel wert, aber wenn die Frauen das nicht machen würden und Frauen würden Männer daten, die einfach nichts auf die Kette kriegen, dann wird die ganze nächste Generation nichts auf die Kette kriegen, so, ne? Also, es ist, ich meine, können wir nur sagen, es ist uns scheißegal. Hat man manchmal ja auch in Europa den Eindruck, dass Europa alles scheißegal ist und dann geht eben Europa unter und Hauptsache wir sind irgendwie woke und bla 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 und haben irgendwie so viele Gesetze, dass kein Unternehmer mehr klarkommt, es uns alles geht. Es geht die Europa eben unter, kann man natürlich machen, ne? Aber ansonsten, auch unter den Ländern ist das ja, so ein Wettkampf oder auch Kapitalismus funktioniert, so eine Marktwirtschaft, ne? Wettkampf der fittesten Unternehmen und das ist eben letztlich zum Wohle aller so, ne? Also deswegen, ja, an sich arbeiten, dass man meinetwegen besserer Mann wird und dann dadurch mehr von Frauen selektiert werden, macht biologisch absolut Sinn. Da kann, wie gesagt, könnt ihr den ganzen Tag den Kopf gegen die Wand hauen und sagen, will ich nicht und wir, weiß ich nicht, färben uns aber alle die Haare blau. Ich meine, ist auch scheißegal, ob man sich die Haare blau färbt, aber weiß ich nicht, scheißen da alles drauf, kann man machen, aber du kannst dich selber nicht bescheißen, wie du gestrickt bist, ne? Ich sag immer, man kann nicht wollen, was man will, ne? Ist so, ich habe die Welt nicht gemacht, ne? Sondern verlieren uns halt in sehr vielen Ablenkungen. Was ist denn Männlichkeit für dich überhaupt? Irgendwie verbinde ich Männlichkeit mit übermäßigem Selbstbewusstsein. Das heißt, wenn du, weil das war immer mein Weg, irgendwie damit umzugehen. Weil ich habe in der Schule auch, ich habe nie Scheu gehabt zu erzählen, hey, ich mache Theater, meine Mama ist Ballettlehrerin, ich bin da manchmal dabei und so. Und da kommt dann halt sehr, sehr viel Gegenwind. Und das, was ich für mich gelernt habe, ist, wenn ich confident dastehe mit geradem Rücken und sage, was redest du da gerade? Natürlich mache ich Theater, das ist cool. Ja, und für Frauen ist das halt genauso wichtig. Und dann sind wir wieder bei Null. Genau, das ist es. Meiner Meinung nach kann eine Sache aber auch gefühlt für viele Personen. Ja, Selbstbewusstsein ist eine der Sachen, die beiden Polaritäten, das ist alles gar nicht so schwer. Ne? So männlich sein, aber trotzdem wichtig für Frauen, das schließt sich für mich nicht aus. Für mich ist es wichtig, dass er empathisch ist und auf meine Gefühle. Also ich will dir das jetzt nicht absprechen, aber ich mache mir immer den Spaß, wenn ich das mal höre, okay, du sagst jetzt, der Mann soll dich mit Rosen überschütten, empathisch, bla 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 bla. Okay, welchen Mann findest du denn gerade cool? Wen datest du gerade? Und dann ist es der unerreichbare Surfer oder was? Es ist ein ganz anderer Typ Mann auf einmal, ne? Deswegen guckt immer, wer wirklich gedatet wird. Also das, was man da sagt, hat überhaupt keine Bedeutung, ne? Ja. Eingehen kann, gewisse Sensibilität hat, dass er aber auch irgendwie Verantwortung übernimmt und nicht alles nur auf mich abwälzt. Da waren jetzt aber nicht die Klassiker dabei von wegen Stärke, er muss mich irgendwie beschützen können. I couldn't care less. Ist es etwas Negatives, wenn es eher ein... Ihr könnt ja mal eine Frau, muss jetzt gar nichts Dramatisches sein, ihr seid vom Club, die Frau wird irgendwie angemacht, ein bisschen, sagen wir mal, verbal doofe Situationen.
könnt ihr ja mal eure Frau nicht beschützen. Also könnt ihr mal gucken, was das mit der Frau macht, weil das turnt irgendwie, würde ich mal sagen, 99% der Frauen komplett ab. Eine so eine Sache im Datingprozess und bist raus, ne? Also, es kann man sich, das ist wieder das Gleiche. Natürlich kann man sagen, heute braucht man es nicht mehr so. Erstmal braucht man es heute auch noch und die Welt ist eben nicht perfekt. Und das steckt halt in uns drin. Guckt euch doch nur an, wie viel, wie, sag ich mal, auf der Datingleiter, wie hoch angesehen kämpfende Männer sind. Also, das hat einen Grund, ne? Es wieder, kann man den ganzen Tag sagen, will ich nicht, wie so ein kleines Kind, will das aber nicht so, ich will, dass es anders ist. Ja, viel Spaß damit, ne? Ein weicher Mann ist ein gefühlvoller Mann. Ich glaube, dass ein Mann sich damit den perfekten Nährboden für Depression und Trauer langfristig aufbaut. Weichheit bedeutet, dass ein Mann nicht konkurrenzfähig wird. Und in der Arbeitswelt muss nun mal konkurrenzfähig sein, um zu überleben, um in einer Domäne zu dominieren. Warum muss ich dominieren, um glücklich zu sein? Du musst nicht dominieren, um glücklich zu sein. Du musst dominieren, um erfolgreich zu sein. Warum muss ich erfolgreich sein, um glücklich zu sein? Du musst nicht erfolgreich sein, um glücklich zu sein. Du musst... Ja, ich weiß, was er meint. Ich würde trotzdem immer sagen, Mission haben. Ne? Es wird da so ein bisschen ausgekontert. Ich würde immer sagen, Mission haben, weil du kannst, wie gesagt, du kannst auch als der coolste Jazzpianist in der Eckkneipe super hohen Status haben, ohne dass du jetzt andere direkt dominiert hast. Oder auch du leitest so die lokale Essenstafel und muss man nicht unbedingt andere dominieren, aber es ist dieses Mission haben, entscheiden, Sachen regeln, das ist halt sexy, ne? Muss aber auch erfolgreich sein, um kompetent zu sein. Jede Mutter wünscht sich einen starken Sohn. Jede Frau wünscht sich einen erfolgreichen Mann. Ist das so? Jede Frau wünscht sich einen erfolgreichen Mann? Ja, jede Frau wünscht sich einen kompetenten. Wie gesagt, eine Mission, also ich weiß, was er meint. Ich glaube, trotzdem muss man immer gucken auf dieses Wording, weil man so oft so schnell dann aussteigt. Ne? Dann, aber ich finde den hier durchaus... Mann, absolut. Ja. Ja, also Helge Mark heißt der, glaube ich, ne? Also den liebe ich ja, ne? Also das ist für mich, ich muss wirklich sagen, feiere ich. Es ist einfach, das ist für mich ein Typ, der so eine positive Androgynität lebt, weil er ist trotzdem irgendwie total zackig, hat offensichtlich auch eine Mission, trainiert sein Body, das ist ja auch, ich meine, da kann die Kultur wieder sagen, es ist uns doch scheißegal, aber das ist eben auch so ein Zeichen, ich gehe durch Widerstände durch und trotzdem, ich weiß nicht, ob es sein Content, ich folge dem auch, super witzig, wie er so Content macht, bezüglich so, was ich nehme, so Spielfilm, also so Schnulzen aufs Korn und macht das super witzig, super erfolgreich und total cooler Typ. Also wenn das irgendwie wenn das so die Zukunft wäre, dass man, das ist ja auch durchaus eine gute Sache, so männliche und weibliche Anteile in so einer Stärke zu vereinen. Und da muss man sich immer noch überlegen, wie will ich daten? Also ich rede auch immer nur über Dating, ne? Du kannst ja im Beruf und so machen, was du willst, aber das ist für mich wirklich so ein Amalgam der Stärke von weiblichen und männlichen Anteilen, was ich aber sonst ganz häufig nicht sehe, so, ne? Wenn Leute das alles so kreuz und quer vermischen. Also den finde ich wirklich richtig cool. Ne? Ich habe deinen TikTok gesehen, wo du gepumpt hast und dir das Lachen auch nicht verkneifen konntest. Ja, also ich finde das einfach ein bisschen affig, so diese Typen. Ja, aber er pumpt. Ich meine, guck dir seinen Körper an. Die dann immer so beweisen müssen, wie männlich sie sind und das an alle irgendwie an allen zeigen müssen. Und weil das einfach unnötig ist, meiner Meinung nach. Also bei ihm merkt man trotzdem auch diesen, dass dieser Vibe so wichtig ist. Du musst nicht ins Fitnessstudio gehen. Also es ist so ein möglicher Aspekt, wie du bestimmte Aspekte von Männlichkeit zeigst, aber du musst es nicht. Du kannst noch nie ein Fitnessstudio gesehen haben, trotzdem einen super polaren Vibe haben. Indem du zum Beispiel sagst wie er, ich scheiß drauf. Oder zu sagen, hey, ich lebe eben so ein bisschen feminine Seite. Aber wenn du das mit so einer Haltung machst von,
Ihr könnt mich alle mal. Ich mache, was ich will. Man hat eine super Ausstrahlung. Ich ruhe in mir. Ich bin selbstbewusst damit. Ich will auch, ich mache einfach mein Ding. Ja, das ist sexy, ne? Da muss man auch jetzt nicht unbedingt irgendwo, kann sich da einsortieren, wo er will. Ich weiß jetzt nicht, wie er da so tickt, aber das, was man immer wieder verstehen muss, es geht so ein Vibe von sich durchsetzen können, was kreieren können, und in der femininen Polarität natürlich auch, ne? Es ist, also ich kann nur immer wieder sagen, das ist auch für Männer super interessant, ne? Wenn Frauen erfolgreich sind und oder von anderen Männern sozusagen auf im männlichen Blick erfolgreich sind oder selbstbewusst, finden Männer auch sexy so, ne? Ach, ich will das auch nicht wieder alles. Könnt ihr gerne mal ein Buch reingucken. Ich glaube, Männlichkeit war für mich lange eben als Kind auch so dieses starke, ja, stark, groß, beschützerisch. Ich hatte auch dieses Gentleman-Bild eben so lange im Kopf. In den meisten Fällen sind die Männer, die ich bisher gedatet habe, in jedem Fall waren die stärker als ich. Ja, die sagt es wenigstens mal, wie es ist. Und auch wahrscheinlich größer als sie. Wenigstens Frauen, Frauen sind da knallhart. Ne, kleine Männer werden knallhart aussortiert. Ne? Und ich kann es trotzdem, wenn du richtig polar bist, trotzdem auch als kleiner Mann, also da sind jetzt alles nur Mittelwertsunterschiede, kannst du natürlich auch erfolgreich haben, sein. Aber ja, also kleine Männer ist das schon mal eine Riesenhürde, so, ne? Also ich meine, sagt man immer so, ja, man soll doch, keine Ahnung, Männer sollen nicht so selektieren, ob eine Frau, was sie ja gar nicht machen eigentlich, aber zu dick, zu dünn, zu dies, das, jenes, aber Frauen sind auch knallhart. So ist der Datingmarkt ist knallhart, der ist ungerechter als die Einkommensverteilung von Venezuela, ne? Und dann bin ich so, ich weiß, eine Tür ist jetzt nicht so schwer, aber du hast mehr Kraft, wende sie an. Also persönlich ist mir mentale Stärke wichtiger als körperliche Stärke, weil ich denke mir so, du musst dich nicht für mich prügeln, wenn es ein Problem gibt, wenn wir irgendwo unterwegs sind. Manchmal machst du. Also viele Frauen stehen durchaus, würden sie glaube ich die meisten nicht zugeben, stehen auf sich prügelnde Männer. Also sie wollen natürlich nichts damit zu tun haben, ne? Dass sie da selber was abkriegen. Ich finde es auch nicht schlimm, es ist halt, wir tun halt nur immer so. Ne? Ich habe auch Angst, wenn er körperlich stärker ist als ich. Dann habe ich direkt Kopfkino und denke mir, wenn du jetzt jemand wärst, der mir was Böses wollen würde, du könntest mich easy in einer Sekunde kriegen. Und das ist schon gruselig und dann denke ich mir, ja, es ist gruselig und es ist interessant, ne? Das sind so, also ich finde, sie ist da, sie denkt an, das sind jetzt alles Sachen aus einer typisch femininen Polarität, so, ne? Das ist so jemand suchen, der einen beschützen kann, jemand suchen, der nicht so einen Arm dran klebt, der cool ist, also der könnte, aber er macht es natürlich nie, ja. Das ist interessant, ne? Ich sollte vielleicht doch mehr Bizeps trainieren. Würdest du sagen, das ist schon ein toxisches Verhalten? Ja, also es wirkt so. Also die Leute, die sich so verhalten, die strahlen auf mich oft so eine Aggressivität aus, die mich auf eine Art einschüchtern, verängstigen. Also es wirkt einfach cringe und seltsam. Deine Mama hat mir Sprachmemos geschickt. Über, warum hast du die Nummer meiner Mama? Wir sind Besties. Und sie hat mir Memos geschickt. Ich habe mit ihr so ein bisschen darüber, also ich habe ihr ein paar Fragen gestellt. Mhm. Hören wir mal rein. Ich bin sehr gespannt, was deine Mama zu sagen hat. Ich weiß nicht, ob das immer noch Eigenschaften sind, aber ich wünschte mir, dass Oleg handwerkliche Fähigkeiten hat, weil das wird bestimmt jede Frau von ihm erwarten. Ja, schau, wir kommen aus einer anderen Welt. Okay. Das ist etwas, was sie mir nicht vorleben konnte und wo sie wahrscheinlich der Meinung ist, dass weil mein Vater nicht permanent um mich rum war, dass ich das einfach nicht mitbekommen habe. Du stellst dir so eine tiefe Frage und siehst so, ja, er muss einen Nagel in die Wand hängen. Also ich krieg dir schon einen Nagel in die Wand. Ja. Ja, wie gesagt, die kulturellen Ausprägungen, die können sich ja ändern mit der Zeit, aber dieses Thema, ich kriege mein Leben geregelt, das kann man so handwerklich sehen, muss man aber nicht. Ich würde trotzdem noch sagen, dass viele Frauen es cool finden, wenn ihr Mann alles reparieren kann. Ne? Ja, aber gut, wie gesagt, das sind da kommt schon ein bisschen Kultur mit rein. Naja. Ich weiß sogar, dass man so einen Dübel benutzen muss und die nicht einfach so. Nee, für einen Nagel brauchst du keinen Dübel. Doch, damit es richtig hängt. Für eine Schraube brauchst du einen Dübel, Nagel kannst du so in die Wand holen. Okay, cool, cool, Lisa. Werde ich einfach auseinandergenommen. Sorry. Stellt ihr euch? Ich meine, trotzdem ist natürlich auch super cool. Es gibt ja auch total erfolgreiche
Frauenhandwerker auf Instagram. Aber gut, die stellen sich auch ganz anders da. Machen viel mit ihrer Optik. So ist das halt. Die seht ihr so überall, Unterschiede überall. Wenn man sich das mal einmal vorstellt, ist auch keine Männer, Frauen, ist keiner stärker oder schwächer, so per, also von der Energie her. Aber es gibt eben Unterschiede. Ich weiß auch nicht, warum das immer, warum muss das unbedingt so bekämpft werden? Ich weiß es nicht. Es ist ja auch in der Forschung, findet man Unterschiede und ich weiß auch nicht. Auch Persönlichkeitsunterschiede. Und was ich alles in Forschung gelesen habe, ist halt viel über Sexual, da gar nicht mehr so über die Genetik. Also gut, die Genetik wirkt natürlich wieder auf die Sexualhormone, aber der Vermittler sind eigentlich Sexualhormone. Ne? Eigentlich auch die Frage, was für euch männlich ist oder was ihr euch von einem Mann wünscht, schreibt mir das mal in die Kommentare. Es gibt ja diesen Spruch, der fast schon irgendwie eine Tattoo-Vorlage ist, Boys don't cry. Was sagst du dazu? Männer weinen auf jeden Fall. Ist echt spannend, dass das wirklich so viele Männer betrifft. Ich glaube, mich eingeschlossen, wobei ich eigentlich einen ganz guten Zugang zu meinen Emotionen habe und auch zu meiner Trauer. Aber ich sehe das bei sehr vielen Männern, dass die, also ich weiß auch nicht, ob ich meinen Vater jemals weinen gesehen habe, actually. Dein männlicher Partner weint vor dir. Was hast du für ein Bild dann? Ich habe so ein Bild, dass ich Mitleid habe und den tröste. Also, es ist total okay. Männer sollen Zugang zu ihren Emotionen haben. Männer sollen weinen. Und wenn du im Großen und Ganzen ein polarer Partner bist und dann mal weinst und ein paar schlechte Tage hast oder eine schlechte Phase, das ist alles, das lieben viele Frauen, ist alles okay. Wenn du deine Frau jeden Tag zuholst und sie dich trösten muss, jeden Tag, kannst du die Uhr nachstellen, wenn sie abgefuckt ist. Ne? Also, wie gesagt, das ist die Frau, die ich, das ist jetzt nicht immer wieder so, aber irgendwo ja bei Till Lindemann in der Zero Row gesessen hat und wahrscheinlich nicht, weil Till Lindemann so viel weint irgendwie so immer und getröstet werden muss. Also, just saying. Ne? Ja, es ist jetzt nicht so, dass mein Bild über ihn sich ändern würde oder, also ich wäre froh, dass er bereit ist, sich insoweit vor mir zu öffnen, dass er vor mir weint. Auf jeden Fall ist. Ja, jetzt müssten wir wieder, ich meine, kennen wir bei den allen nicht und gucken, welche Männer haben sie denn gedatet? Waren das so welche oder waren das vielleicht nicht so welche? Das ist ein Vertrauensbeweis und es ist auch für mich ein Stärkebeweis, wenn ein Typ oder irgendwer von mir weinen kann. Schon stark. Ich habe bestimmt in meinem Leben ein oder zwei Male vor meinen Jungs geweint, weil ich Schicksalsschläge erlitten habe. Ich weine nicht, weil ich das Gefühl habe, verzweifelt zu sein oder mich in Selbstmitleid baden zu müssen. Aber im Prozess des Weinens oder des Tränenvergießens habe ich mit meinen Jungs. Also ich habe es gehasst, wenn meine Eltern, die hatten manchmal so Phasen, so viel rumgeweint haben, weil sie mit irgendwas nicht klarkamen. Ich habe es gehasst. Ich habe es als Kind gehasst. Konstant nach Lösungsvorschlägen gesucht. Und da tut eine Umarmung von einem Bruder auch gut. Fangen wir mal ganz klassisch mit deinem Vater an. Das wird so sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr hat der dein Bild von Männlichkeit geprägt? Es wird schon eine gute 8. Ich weine, ein Junge. Du darfst nicht weinen. Richtig, ein Junge weint nicht. Mhm. Ich werde zickig, nee, das geht auch nicht. Also so, da wurde ich schon... Genau, deine Emotionen, dass du die... Formst, dass ich die im Griff habe, ja. Dass ich meine Emotionen nicht rauslasse, permanent und so. Aber meine Einschätzung dazu wäre halt, hey, wenn ich das nicht irgendwie zumindest ein bisschen unter Kontrolle hätte, dann könnten die anderen Menschen nicht so richtig mit mir zusammenleben, weil das wäre... Ja, das ist eben auch, also gerade weil Männer ja viel Testosteron haben und das manchmal nicht so... nicht immer hilfreich ist, sagen wir mal, ist es, selektieren Frauen auch Männer, die sich unter Kontrolle haben. Logischerweise. Es klappt vielleicht nicht immer, aber keine Frau will einen Mann haben, der ausrastet und so. Ne? Ja, einfach too much. Mhm. Meine Mutter war da komplett offen, auch so Kleidung, da wurde einfach eine Garnitur für alle gekauft und dann, nicht wahr, ging's halt los. Deswegen habe ich einerseits so eine sehr, naja, nicht geschlechtslose, aber was ich meine, also nicht so eine super geschlechtliche Sozialisierung gehabt durch meine Geschwister. Auf der anderen Seite waren wir halt trotzdem 4 Jungs und ich hatte so beide Welten irgendwie. Ja, wie gesagt, kann alles, jeder soll leben, wie er will und finde auch toll, wenn die Eltern das unterstützen. Ich sag nur immer wieder, wenn du in Beziehung gehst, wirst du keine Spannung erleben auf die Dauer, wenn es keine unterschiedlichen Polaritäten gibt. Ne? Mehr sage ich gar nicht. Ne? Nee. Ihr seid Brüder, wie seid ihr aufgewachsen? Ich war tatsächlich sehr verweichlicht und mein Bruder hat im Grunde mich gelehrt, was es bedeutet, emotionale Kontrolle zu erlangen, was es bedeutet, auch so ein bisschen Mann zu sein.
es gibt Gegenden oder es gibt Orte, wo es halt einfach nicht cool ist, wenn du als Mann Schwäche zeigst. Fressen oder gefressen werden. Genau so, mehr oder weniger. Ja, eben, das seht ihr auch nicht nur unter Frauen, sondern auch, wenn du mit den falschen Männern zu tun hast und zeigst Schwäche, ja, auch nicht so cool. Und da musste mein Bruder auf jeden Fall einiges dazulernen. Wenn ich Fehler gemacht habe, hat er mich bestraft, auch mit Ignoranz. Ja, so wie es im Hunderudel auch oftmals passiert. Wir sprechen ja mit super vielen Leuten für diese Reihe, unter anderem auch mit dem Rudel. Die sind auf Instagram, Social Media, Instagram und so mega gepoppt in der letzten Zeit. Und mich würde mal interessieren, was du über die denkst. Mich auch, noch nie was gehört. Heute wurde ich gefragt, was für Leute gehören überhaupt in das Rudel? Und ich habe geantwortet, das Rudel ist für die Macher, die Hustler und die Träumer, welche sich nicht mit dem Durchschnitt zufrieden geben. Die wissen, dass sie zu mehr in der Lage sind und sich ihre Träume nicht ausreden lassen. Die verstanden haben, dass wir in einer Welt leben, die immer softer wird und an maskulinen Werten festgehalten werden muss. Das Rudel macht dich zu einem besseren Mann. Wenn du dich mit wahren Machern umgeben willst, um zu zeigen, aus welchem Holz du geschnitzt bist, dann nützt deine Chance, komm in das Rudel. Kommentiere jetzt Macher, um innerhalb von Sekunden alle Infos zu bekommen. Oh Gottchen, was machen die denn da? Wenn ich gleich ein Video drüber mache. Ja, das finde ich auch total cringe und... Wie gesagt, es gibt so ein, weiß ich nicht, auch bei irgendeiner Gruppe von Männern auch so witziges Reel, dass sie halt, dass es sich der Leader sagt, ja, mach das und alle sagen, ja, wir machen das. Ja, ist natürlich nicht polar, ne? Einfach nur stumpf jemand hinterher zu folgen. Aber gut, ich kann, auch wenn das jetzt sehr lächerlich wirkt, kann ich verstehen, dass Männer sagen, wir fühlen uns einfach nicht wohl, ne? Wir wollen wieder zurück dahin, wo wir uns wohler fühlen. Aber das kann natürlich eine moderne Vision sein. Und dann gibt es vielleicht so, wie soll ich mal sagen, so extreme Ausprägungen, die sind vielleicht auch nicht so gut. Sieht man ja auch viel bei Red Pill, MGTOW und so weiter. Das sieht aus wie so eine Schwulfreiheit. Also das ist ja fast schon eine Parodie. Das ist natürlich Marketing. Dennoch hat in der Quintessenz seiner Aussage absolut recht. Ich finde, dass ein Mann in so einer Umgebung wachsen und gedeihen kann. Dich hat's ja gerade wirklich körperlich zusammengezuckt. Du bist in einer Schockstarre. Was ist los? Was denkst du über das Rudel, Kyler? Es ist mein größter Albtraum, in dieser Runde zu sein. Ja, ich weiß, ich muss es nicht immer wieder wiederholen, weil das für sie auch so eine zwiespältige Erfahrung war, also, oder eine schlechte. Aber trotzdem, ist das jetzt weirder als so ein Konzert jetzt von Till Lindemann irgendwie, wo sag ich mal, mit so einer Symbolik von vor 100 Jahren, ist das weniger weird als das? Also, Wobei ich mir, es sieht halt schon, also es ist ja generell so ein Ding, was ich beobachtet habe in den Medien, warum ja auch Leute wie Andrew Tate zum Beispiel so Anklang finden, dass Männer sich so ein bisschen ja verloren fühlen in ihrer Männlichkeit oder ihre Männlichkeit wiederfinden wollen und dann eben so zu so radikaleren Mitteln greifen. Weil sie denken vielleicht, die Lösung für ihre Probleme oder für dieses Gefühl von Verlorenheit, und ich kann nicht für alle sprechen, ich kann mir nur vorstellen, dass es bei vielen so ist, dass die Lösung dafür dieses klassische Bild von Männlichkeit ist. Es ist so ein typisches Männlichkeitsthema, dass Nähe nur hergestellt werden kann, wenn man irgendwie Grenzen zieht und wenn man sich distanziert und wenn man Mauern baut. Und die Nähe, die hergestellt wird, wird ja nicht hergestellt, weil man sich mag und weil man irgendwie menschliche Qualitäten hat, die einen schätzen, sondern weil man das richtige Mindset hat, weil man Bock hat, irgendwie hart und stark und krass zu sein. Weil ihr ähnlich seid, weil ihr dieselben Ziele verfolgt vielleicht? Schon, aber reicht das wirklich aus, um eine echte Nähe zu verspüren? Und da werde ich dann so ein bisschen kritisch. So, weil dann denke ich mir so, um was geht's euch da eigentlich? Und warum... Ja, kann ich total nachvollziehen. Dass eine Gruppe nur für Männer ist, das seht ihr auf jeden Fall nächste Woche hier auf diesem Kanal. Ich würde reinschauen. Gibt es schon irgendwas, was du aus den Gesprächen, die du bis jetzt geführt hast, so mitnimmst oder irgendwelche Fragen, die sich daraus irgendwie entwickelt haben in dir? Wir reden ja hier auch vor allem über die Social Media Bubble, die halt super vielen Leuten irgendwas vorgibt. Vor allem auch die dir wahrscheinlich ein bisschen sauer aufstoßen würden, wie die NoFap Bubble, die du musst handwerklich begabt sein. Was ist denn wieder Falsches an der NoFap Bubble, wenn man das Gefühl hat? Das muss man ja nicht dran glauben oder so, aber wenn die sagen, hey, wir wollen uns mehr fokussieren, wir wollen nicht rumfeppen die ganze Zeit und wollen unser Testosteron nicht so runterschrauben. Was ist denn da schon wieder falsch? Also so, weißt du, wie ich meine? Da gibt es aber super, super viele Leute, die genau danach suchen, die genau irgendwie das hören wollen. Und da sollten wir eher irgendwie versuchen, den Grund dafür herauszufinden und nicht zu sagen, ja, hey, alles, woran ihr glaubt, alles, was ihr sucht,
ist kacke. Ja, voll. Ich höre mir super gerne die Meinungen von allen an. Genau das mache ich ja auch hier in dieser Reihe. Es hat mir auch super, super Spaß gemacht, mit den Leuten zu reden, die nicht irgendwie komplett meiner Meinung sind. Das ist sogar im Zweifelsfall noch bereichernder. Und deswegen finde ich... Naja, die tun bei Funk immer so. Ich meine, ich finde es ja toll, dass sie, also ich finde auch dieses 13-Fragen-Format, wo ich war, das ist ja eigentlich eine super Sache, ne? Sich da Kompromisse zu finden. Trotzdem kann man jetzt nicht sagen, dass sie neutral sind. Die haben schon immer super progressive, woke Haltung und die darf man haben, aber das ist nicht neutral, ne? Ich finde das nicht gut. Super spannend, irgendwie mir die Sachen rauszupicken, die sich für mich richtig anfühlen. Glaubst du, dass vielleicht damit Männlichkeit am Ende dieser Reihe ein bisschen was anderes sein? Das kann auf jeden Fall sein, vor allem, weil es so viele verschiedene Menschen sind. Gut, was denkt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare, macht die folgenden Kurse, nutzt den Code, könnt ihr euch auf liebeschiff.de ziehen und wir sehen uns bald wieder. Ciao, Lieben. Ja, bevor wir hier starten mit ganz großem Trigger, weiß ich für mich, weiß ich jetzt schon, brauchen wir noch Männlichkeit? Ach, natürlich nicht. Weg damit. Weg damit. Können ja auch die Frauen in den Krieg ziehen und die Frauen, ach Gott, müssen wir gar nicht erst ausbreiten hier, okay. Aber wollte ich euch sagen, es gibt einen Code für meine Kurse und 23%, diesmal gibt es den aber über meine Website, ein Community Sale, findet ihr da, wenn ihr euch für Newsletter anmeldet und ja, nutzt das gern. Bis Sonntag.